Wo die Liebe hinfällt, erfahren Sie jetzt mit Marienhof und Buitoni Sauce ai Quattro Formaggi. Es wird viel passieren. Hast du eine Idee? Naja, also ich bin ja selber bei Thorsten nur zu Gast, aber... Wunder brauche ich nicht. Ich meine, das Fundament unserer Ehe ist ja noch völlig intakt. Hoffentlich. Natürlich. Tan und ich, wir lieben uns doch, trotz allem. Du willst doch deine Ehe retten. Ja, natürlich, was denn sonst? Scheidung. Es wird viel passieren. Jetzt nichts überstürzen, Tanja, bitte. Wenn einmal das Wort Scheidung gefallen ist, das wird immer zwischen euch stehen. Möchtest du noch einen Tee? Oder soll ich dir vielleicht einen Espresso machen? Danke. Es wäre so schade, wenn ihr auseinandergehen würdet. All die gemeinsamen Jahre, die Kinder. Sag mal, wie lange haben wir eigentlich keinen Frauenabend mehr gemacht? Oder so einen schönen Einkaufsbummel durch die Innenstadt? Warte mal. Ich schau mal nach, wann ich Zeit habe. Wir haben das doch immer mittwochs gemacht, oder? Ich kann nicht mehr. Ich habe einfach keine Kraft mehr. Dieselbe Hochzeit. Als wir da getanzt haben, da habe ich mir gewünscht, dass es immer so weitergeht. Und jetzt wünsche ich mir, dass es so schnell wie möglich aufhört. Aber du liebst deinen Mann doch. Das ist komisch. Stefano, der war immer in meinen Gedanken, immer. War sozusagen der Mittelpunkt meines Lebens. Und jetzt ist plötzlich dieser Platz ganz leer. Es kann doch nicht sein, dass es in ganz Köln nicht ein einziges Hotelzimmer gibt. Ich weiß auch nicht. Ich habe sogar bei der Tourismuszentrale angerufen, aber die haben gesagt, zu Messezeiten ist da nichts zu machen. Jetzt komm, mach nicht so ein Gesicht, Sandra. Ihr habt mir schon genug geholfen. Weißt du, ich werde einfach ein paar Freunde anrufen und Kollegen und da komme ich schon irgendwo unter. Und ihr beiden geht jetzt am besten nach Hause. Es ist kalt hier. Macht euch einen schönen Abend. Bis dann. So, ich einfach... Ausflippen. Warte. Konstanze, du kommst einfach mit zu mir. Dann sehen wir weiter. Ja, jetzt komm schon, bevor ich mir das noch anders überlege. Wirklich? Vielen Dank. Danke, Schatz. Sag mal, wo reicht man eigentlich so eine Scheidung ein? Ich meine, nur mal theoretisch. Es gibt doch dann auch sowas wie ein Trennungsjahr. Und das Finanzielle, das müsste ja auch geregelt werden. Meine Scheidung ist schon so ewig her. Das Einzige, was ich in Erinnerung habe, sind meine verletzten Gefühle. Stefano würde auch nur schwer darüber hinwegkommen. Als ich damals meine Auszeit wollte, da war er auch total am Boden. Ja, jetzt warte doch erstmal die Beratung ab. Vielleicht ist das ja noch mal eine Chance. Ich glaube, es geht nur noch darum, einen richtigen Weg zu finden, gut auseinanderzukommen. Deshalb brauche ich jetzt mal jemanden, der sich rechtlich auskennt. Du hast dich also entschieden? Nein. Aber ich möchte wissen, was auf mich zukommen kann. Ich kann ja Lisa mal fragen. Vielleicht kennt die einen guten Anwalt. Ja, keine Sorge, Lisa ist sehr diskret. Ich werde sie morgen früh fragen und dann gebe ich dir Bescheid, okay?
du immer für mich da bist. Ich bleibe trotzdem dabei. Ihr zwei gehört zusammen. Ich muss jetzt los. Also bisher habe ich dich ja für einen modischen Typen gehalten, bis ich diese Socken gesehen habe. Das sind doch gar nicht meine. Ach. Aber die und die und die und die. Ja, das würde dir so passen. Die gehören mir. Ich dachte schon, die hier. Sehr witzig. Die gehören Yasemin. Also somit zu dir. Wie war euer Candlelight-Dinner im edlen Restaurant? Voll der Reinfall. Yasemin hat irgendwas nicht vertragen. Ja, und mir ist immer noch kotzübel. Hey. Na? Schatz, was machen deine Lieblingsbettsocken auf dem Tisch? Ich hab's gewusst. Ach, dann sind das... Ja, aber die trage ich doch nur noch zum Sport. Lieblingsbettsocken. Zu welcher Sportart trägt man die? Oh, sind die süß. Die habe ich Bruno neulich gekauft. Schau mal. Das müssen die Muscheln gewesen sein. Oder die Zitronencreme zum Nachtisch. Oder du bist schwanger. Quatsch, mit Sicherheit nicht. Gut, dann können wir frühstücken. Schatz, du hättest mir ruhig schon ein Kamillentee oder sonst irgendwas Magenfreundliches. Hab ich doch. Schafgarben. Mit extra viel Honig und Kümmel. Ein Rezept von meiner Tante. Väterlicherseits. Oh, wie geht's? Nee, danke. Mir geht's schon viel besser. War sie artig? Artig war sie schon, aber sie hat geweint, weil sie so alleine war. Und da habe ich sie getröstet. Das ist doch nur eine Puppe. Puppen können doch gar nicht weinen. Glänzen die? Die glänzen, aber da ist noch ein bisschen Zahnpasta. Drei Freistunden bist wirklich zu beneiden und wir sind schon wieder viel zu spät dran, weil wir uns so lange im Bad brauchen. Komm. Wegen meiner Zahnputzuhr. Zieh dir mal die Stiefel an. So. So. Und ich werde schnell noch Pausenbrote schmieren. Hier. Oh, wow. Danke dir. Ich danke dir, dass du mich bei dir aufgenommen hast. Ich werde auch gleich meine Freistunden nutzen und mich auf Wohnungssuche machen. Kein Stress. Also eine Nacht mehr oder weniger macht auch nichts aus. Ja, aber ich möchte deine Gastfreundschaft nicht überstrapazieren. Ich freue mich doch, dass ich mich bei dir revanchieren kann. Vor allem, nachdem du das hier gefunden hast und danach Carolina am Aachener Weiher. Dafür gebe ich dir doch sehr gerne den Ersatzschlüssel. Danke dir. Ach, Regina wird nicht begeistert sein, dass du mir so hilfst. Also, wenn es nach mir geht, muss sie nichts erfahren. Nein, Regina ist meine beste Freundin. Ich will keine Heimlichkeiten. Ich gehe nach der Schule zu ihr und erzähl's ihr. Okay. Also, hoppala, das und das. Wo ist deine Jacke? Nimmst du deine Jacke? Okay. Tschüss. Tschüss. Ciao, Süße. Tschüss. Hallo? Hi, ich bin's, Kai. Hallo, Kai. Das ist ja schön, dass du dich meldest. Du, ich wollte hören, ob du schon eine Wohnung gefunden hast. Ich habe da nämlich was gehört, und zwar ein Zimmer zur Untermiete, wäre allerdings in Brühl. Das ist ja lieb, dass du dich um mich sorgst. Aber ich bin einstweilen bei Sandra und Carolina untergekommen. Ah, das freut mich für dich. Der Trubel bei den beiden wird dir garantiert gut tun. Ja, das glaube ich auch. Ich fühle mich auch schon fast wie zu Hause. Scaloppini al Masala von der Karte gestrichen. Wir haben keine Kalbschnitzel mehr. Mach die Augen zu. Du, ich muss jetzt weg und die Gäste warten. Augen zu. Riechst du das? Stefano, ich habe für sowas keine Zeit. Ich muss an Tisch drei die Getränke bringen. Ja, soll ich das machen? Nein. Schatz, heiße Maroni, die machst du doch so gern. Ich habe extra einen Umweg gemacht. Ach, ich habe bei der E-Beratung angerufen. Sie melden sich noch mal wegen einem Termin. Ist es dir eigentlich egal, ob es ein Mann oder eine Frau ist? Die Eheberatung? Du
als deinen Kaffeefleck. Stefan, ich bin fertig. Ach, Schatz, du wirst sehen, die Eheberatung, das ist gut. Das wird uns helfen, wir schaffen es. Hm? Ich muss weg. Wo willst du hin? Heim. Mich umziehen. Und dann, das riecht wirklich gut. Heim und dich umziehen und dann? Heißen sie wirklich am besten? Ja. Weißt du was, isst du sie? Du, ich habe jetzt sowieso einen Termin und bin spät dran. Ach, Tisch 4 hat uns noch nicht bezahlt. Tschüss. Sag mal, Liebchen, wie war denn eigentlich gestern dein romantisches Dinner mit Raul? Zum Kotzen. Was? Ja, ich muss irgendwas Schlechtes gegessen haben. Ach so. Aber du bist ja nicht etwa schwanger, oder? Nein. Naja, ich meine ja bloß, wenn du eine Taufpatin brauchst, ich als Trauzeugin bin ja da wohl hoffentlich in der engeren Auswahl. Susi, ich bin nicht schwanger, okay? Es waren wahrscheinlich die Muscheln oder diese Zitronencreme. Mhm. Hallo, was gibt's denn da zu grinsen? Ich nehme doch nicht umsonst die Pille. Naja, ich meine ja nur, Muscheln sind generell nicht ganz ungefährlich. Da war doch letztens diese Blonde, von der ich gelesen habe. Die hatte nämlich eine Vergiftung. Ha, das war die, die mit dem Johnny Depp in dem Film mitgespielt hat. Hm. Nee, Moment. Das war, glaube ich, der Colin Farrell. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, Raul und ich werden unser romantisches Essen noch mal nachholen. Oh la la. Was heißt denn hier oh la la? Naja, also ich an deiner Stelle wäre dann mal schön auf der Hut. Ja, danke schön. Ich werde bestimmt keine Muscheln essen. Naja, ich meine ja auch mehr das Dessert. Ja, auch keine Zitronencreme. Liebchen, ich rede von der Pille und schwanger und so. Klingelt's? Nee. Wann nimmst du sie denn normalerweise? Am Abend, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme. Also, das heißt, vor dem Dinner hattest du die bereits eingeworfen und die ist dann mit den Muscheln gegangen? Und mit der Zitronencreme in der Toilette gelandet. Das heißt, ich habe überhaupt keinen Verhütungsschutz. Macht ja nichts, Liebchen, wenn du eine Taufpatin brauchst. Oh mein Gott. Ja, ich mache mich gleich mal auf den Weg zum Maklerbüro. Aber ich denke mal so, von heute auf morgen wird da wahrscheinlich nichts zu machen sein. Hey, ich habe dir doch gesagt, auf einen Tag hin oder her kommt es wirklich nicht an. Ja, ich weiß, das ist auch sehr lieb von dir. Aber ich habe mir jetzt schon mal ganz viele Wohnungsanzeigen rausgeschrieben und die telefoniere ich noch mal alle durch. Okay, ich muss auch auflegen. Ich habe Pausenaufsicht. Ich hasse Pausenaufsicht. Ich auch. Also, tschüss, bis später. Ciao und danke für den Anruf. Bis dann. Zu Sandra. Die ist in der Schule. Aber wenn du willst, kann ich ihr was ausrichten. Ristorante Wildermann, Stefano Maldini? Oh, ja, stimmt. Ich habe wegen einer Eheberatung angerufen. Oh, so schnell. Natürlich wollen wir beide kommen. Nur, meine Frau ist gerade nicht da. Wann wäre das überhaupt? Mehrere Termine zur Auswahl. Warten Sie mal kurz, ich schau mal nach, ja? Dr. Wilhelm Hardenberg. Hören Sie, heute ist es schlecht. Meine Frau hat einen Arzttermin, glaube ich. Möchtest du was essen? Ja, bitte. Aber nur eine Kleinigkeit wegen meinem Magen. Ja, da empfehle ich hier Schnecken. Schnecken? Schatz, wenn ich das Wort schon höre, wäre mir schlecht. Hey, Hefeschnecken. Von Carlos. Mit viel Zimt. Zimt enthält Phenol. Das geht gegen fäulniserregende Bakterien. Fäulnis aus!
Total lecker. Die reinste Medizin. Dann bin ich ja heute Abend wieder fit. Ich kann es kaum erwarten, meine kleine Prinzessin. Da wird sich der Prinz aber zurückhalten müssen, weil die Prinzessin gestern Abend nämlich ihre Pille ausgespuckt hat. Das ist doch egal, dann müssen wir heute zu machen. Das geht nicht, ich bin doch keine Maschine. Ach, Gott sei Dank bist du das nicht. Wenn Sie in einem Satz sagen müssten, was Ihre Ehe kaputt gemacht hat. Ich kann meinem Mann nicht mehr vertrauen. Die Scheidungsformalitäten an sich sind das geringste Problem. Worauf wir achten müssen, ist, dass Sie finanziell gut dabei wegkommen. Wie gesagt, wir haben ziemlich viel Schulden. Wir setzen am besten bei den dubiosen Geschäften an, die Ihr Mann mit seinem kriminellen Bruder hinter Ihrem Rücken getätigt hat. Herr Dr. Hardenberg, ich bin noch nicht so weit, dass... Der zweite Knackpunkt bei jeder Scheidung sind die Kinder. Also, im Idealfall bleibt Ihr Mann auf den Schulden sitzen und Sie kriegen das Sorgerecht für Ihre minderjährige Adoptivtochter. Ja, aber das will ich auf keinen Fall. Also, wenn ich mich scheiden lasse, dann nur einvernehmlich. Ich will doch meinen Mann nicht schaden. Regina, was für ein Zufall. Ich wollte sowieso zu dir. Wie nett. Komm doch rein. Habe ich irgendwas verpasst? Hat jemand Geburtstag? Damit will ich mich eigentlich bei dir entschuldigen, weil ich in letzter Zeit so häufig überreagiert habe. Aber mittlerweile bin ich mir da gar nicht mehr so sicher. Du weißt Bescheid. Du hast sie getroffen. Wen? Deine neue Mitbewohnerin? Regina, genau deswegen wollte ich mit dir sprechen. Bitte setz dich. Es ist nur für ein paar Tage, bis sie ein neues Pensionszimmer oder eine neue Wohnung gefunden hat. Ja, ja. Regina, Constanze hat ihr Pensionszimmer gekündigt, weil sie dachte, sie hat eine neue Wohnung. Und das hat im letzten Moment nicht geklappt. Sie manipuliert dich. Es ist doch Blödsinn. Sie ist einsam und allein und sie möchte ein neues Leben anfangen. Außerdem ist sie eine Kollegin. Was hätte ich denn gestern machen sollen? Sie da einfach stehen lassen mitten in der Nacht ohne Wohnung. Sie versucht, einen Keil zwischen uns zu treiben. Weißt du, wer einen Keil zwischen uns treibt? Das bist du. Weil du mich dauernd unter Druck setzt. Und weil du mit der Vergangenheit nicht abschließen kannst. Und das grenzt fast schon an Verfolgungswahn. Du hast schon einmal mich für verrückt erklärt. Und nicht Constanze. Nichts, es ist nur, also wegen der Eheberatung. Ich habe da einfach mal einen Termin ausgemacht. Ich hoffe, es passt dir, wenn nicht... Du, Stefano, das ist im Moment ganz schlecht. Wo bist du gerade? Beim Einkaufen. Lass uns doch später darüber reden, ja? Ja, sicher. Ciao. Ich muss Bruno zu seiner Mutter bringen. Ich muss noch erst noch landen. Bruno, Achtung, Landeflug. Und landen. Ja, Semin, Bruno und ich müssen jetzt los. Ich habe Regina versprochen, pünktlich zu sein. Steht ja gut, nicht? Ja. Schau mal, was Carolina in der Schule gebastelt hat. Süß. Schiffchen. Mit Namen drauf. Constanze mit K und 2 Z. Das macht doch nichts. Du, noch mal wegen Regina. Das tut mir wirklich leid. Ich wollte gerade los und da stand sie vor der Tür. Ich mach dir keine Vorwürfe, du kannst doch nichts dafür.
Ich hätte dir einfach gleich sagen müssen, was du hier bist. Also, die Wohnungssituation in Köln ist zwar nach wie vor kritisch, aber in Bonn oder Düsseldorf, da finde ich bestimmt noch was. Also, wenn du willst, ich kann heute Abend ausziehen. Das ist doch Blödsinn. Ich habe dir gesagt, dass du hier bleiben kannst, also kannst du auch hier bleiben. Ja, aber ich weiß doch, wie wichtig dir die Freundschaft zu Regina ist. Ich will nicht, dass du meinetwegen Schwierigkeiten kriegst. Die habe ich sowieso. Also kannst du auch genauso gut hier bleiben. Weißt du, ich kenne Regina und die kriegt sich schon wieder ein. So, mag Carolina chinesisches Essen? Wieso? Ich könnte uns was kochen. Aus dem Wok. Wir haben leider keinen Wok. Aber ich. Mögt ihr Glasnudeln? Carolina liebt Glasnudeln. Sie nennt sie Glücksfäden. Apfel Deutschland. Ja, das war einfach. Aber jetzt. Indische Mango. Mischale. Und das? Das ist schwierig. Ich glaube, das müsste ich noch mal probieren. Süß und scharf zugleich. Vielleicht etwas Spanisches? Was liest du denn da heimlich? Oh. Türkische Liebesgedichte. Rechts im Original und links auf Deutsch. Die Wangen so fein im Rosenschein. Nur du allein, du bist so schön. Bist du das? Ja, als Baby. Komm, mein Entzücken. Mich still zu beglücken. Du bist so schön. Hast du an die Kondome gedacht? Ja, schon. Aber eigentlich... Was? Aber eigentlich. Du warst so ein hübsches Kind. So eins möchte ich auch. Am liebsten sofort. Ist offen. Hallo. Ich hab dir deine Zeitung mitgebracht. Ja. Hoffentlich hast du sie nicht schon. Ja, ich dachte, du freust dich. Hat dir das dein Anwalt geraten? Woher weißt du, dass ich beim Anwalt war? Und? Habt ihr euch schon eine schöne Strategie ausgedacht, wie du mich fertig machen kannst? Niemand will dich fertig machen. Ich am allerwenigsten. Mir wirft so vor, dass du mir nicht mehr vertrauen kannst. Und du? Was machst du? Rennst hinter meinem Rücken zum Scheidungsanwalt. Ich wollte nur wissen, was im Schlimmsten ist. Glaub ja nicht, dass ich mich von dir ausbeuten lasse. Wenn du Krieg willst, kannst du ihn haben. Begleiten Sie 10 junge Frauen von heute auf ihrer Zeitreise in die Bräuteschule 1958. 100.000 Regeln. Frau Direktor hat strikte Ziele. Wir geben die Marschrichtung vor. Und zwar konsequent. Die Mädchen sollen lernen, ihren kompletten Haushalt stets im Griff zu haben. Was man mit Disziplin und Anstand und so alles erreichen kann, finde ich schon irgendwie hart. Die Bräuteschule 1958. Guten Morgen, Frau Lehrerin. Dienstag bis Donnerstag, 18.50 Uhr im Ersten. Was ist das denn? Unser Kind. Ja, das ging ja aber schnell. Ja, ist es ein Junge oder ein Mädchen? Mach nicht, das ist wirklich unser Kind. Zumindest für die nächsten paar Tage. Hör mal, ich habe alles getan, was ich konnte, um nochmal von vorne anzufangen. Aber jetzt werden andere Geschütze aufgefahren, mein Lieber. Stefano, tu nichts, was du später bereust. Ja.